Townsend Coal Group. Klingt gut, klingt so britisch, so wunderschön. Aber wir hatten zwei Anlagebetrüger, die angeblich ihren Sitz in Taiwan haben. Was können Sie tun? Wie kümmern Sie Ihr Geld zurück? Welche Hilfe können wir Ihnen geben? Vor allen Dingen, welche Chancen haben Sie? Und was wird es kosten? All das erfahren Sie, wenn Sie sich diesen Film anschauen und vor allen Dingen auch den Artikel dazu lesen. Sie bekommen dann, wenn Sie wollen, eine kostenlose Einschätzung, ob und wie wir Ihnen helfen können. Und jetzt schauen Sie sich den Film an. Hallo, ich bin Anne Gartenwald, von Deutsch aus Berlin. Thema Townsend Coal Group. Eine von ungefähr 15 Unternehmungen, die wir ausfindig gemacht haben, die angeblich ihren Sitz in Taiwan haben. Angeblich, sage ich, weil aus meiner Einschätzung ist gar nichts in Taiwan. Die Täter sind psychologisch hochversiert. Sie schaffen es wirklich, Hunderttausend Euro und mehr abzuziehen. Nur am Telefon, psychologische Meisterleistung. Respekt, leider für die falsche Sache. Die Anleger werden richtig ausgenommen in einer unvorstellbaren Art und Weise. Die Gelder landen, man sollte es ja denken, wenn die Gruppe angeblich in Taiwan sind, dass auch die Gelder dorthin fließen. Nein, die Gelder fließen nach Hongkong auf Konten der HSBC und auf Konten der Bank of China. Wir ermitteln, wir sind schon relativ weit in unseren Ermittlungen dort. Wenn Sie also auch ein Opfer der Townsend Coal geworden sind, Sie können sich gerne uns anschließen. Wir bereiten eine Art Sammelklage vor, wir bündeln also die Verfahren. Sammelklage gibt es ja im deutschen Recht nicht. Wir führen die Sachen zusammen, weil wir dann mehr Wucht haben, mehr Druck haben. Ob Sie dabei sein können, müssen wir prüfen. Sie können uns, wenn Sie Interesse haben, Ihre Unterlagen per E-Mail schicken. Wir bekommen eine kostenlose Einschätzung. Ob Sie dabei sein können, wenn ja, was wir im Einzelnen tun können, welche Kosten Ihnen entstehen würden. Die Einschätzung selber ist nämlich kostenlos. Sie können also nur gewinnen. Also, wenn Sie ein Opfer der Taiwan-Betrüger sind, dann melden Sie sich.